Jetzt Bei kann der ich nicht. Begrüßung schon gestorben. Nit, nit, Ja, nit, jetzt geht's nit. mir besser. Oh, So, hallo, ne? Hier. Taschen. Wir zeigen heute mal wieder ein Spiel, wie man es richtig spielt. Und zwar nicht richtig. Ja. Ja, so. Definitiv, weil das Spiel ist mehr oder weniger komplett blind. Weil, ja, vorher noch nie gespielt, aber boah, ich bin immer noch verrotzt wie sonst was. Na Ah, dann. jetzt kapiere ich das. Man muss hier natürlich vorher unten mal lesen, was die alles haben. Ach Ist nee. elegant, aber zerbrechlich. Kann den eigenen Verstand fragmentieren, besitzt ein eigenes Schwert. Aha. Zeichnet sich im Kampf aus, erlangt Kraft durch gefallene Gegner, ist ausschließlich Fleisch. Da kein Wunder, dass ich vorhin verreckt bin. Jo. Wir haben es vorhin schon mal einmal versucht. Und sind kläglich nach einer halben Stunde gescheitert. Ja, nachdem ich aus Versehen auch einen Waldbrand verursacht habe. Das ist aber deine eigene Schuld gewesen. Ich bin einfach nur gestorben, weil ich kein Gras für Feuer hatte. Weil du alles wegraust. Bekommt einen prachtvollen Bart. Bürze. Bekommt ignoriert. Ja, habe ich auch. Was hast du gesagt? Ich hatte vorhin kein Gras mehr zum Feuer machen und bin deswegen gestorben in der Nacht. Tja. So, die Brandstifterin, widerstandsfähig gegen Feuerschaden, kann ein Feuerzeug und ein Teddy herstellen. Verliert Wärme, wenn aufgeregt. Aha, nee. Nee, das ist mir zu heftig. Hat Angst vor Dunkelheit und Monstern. Naja, das hilft mir jetzt überhaupt nicht. Gejagt von ihren Zwillingsschwestern, zufrieden bei Dunkelheit, schlägt nicht sehr toll zu. Das hast du Lol. gehabt. Ja, ich hatte Wendy vorhin. Okay, hier nimm die Bibliothekarin, den nimmst du jetzt. Wieso soll ich die nehmen? Die kann nicht schlafen und hasst Abfall. Ich würde ja diesen WX78 nehmen, aber sobald es regnet, werde ich beschädigt. Das ist auch scheiße. Überleg gerade, wo die zu nehmen. Woody hat eine reizende Axt, hat ein schreckliches Geheimnis. Was das wohl ist? Hat wahrscheinlich seine Kinder getötet und vergraben. Der Naja, Stille. dann nehme ich eben doch die Bibliothekarin. Kann nicht sprechen, hat Schwierigkeiten zu überleben, praktiziert Sprechblasenologie. Was? Ich nehme den. Ich nehme Bess. Oh So. Gott, du wirst sterben. Ja, gnadenlos, aber Dann ja. geht's los, oder? Also, wie schon beim ersten, einen ersten Let's Play, den wir gemacht haben, oder Let's Test, eher gesagt. Oh. Davon mal. Sind das deine Luftballons? Ja, ich habe die, glaube ich, hingelegt auszusehen, aber ich weiß nicht, wie ich die wieder nehmen kann. Dann nehme ich die. So. Also, ich konnte die aus irgendeinem Grund gerade nicht nehmen. Oh mein Gott, eine Spitzhacke. Die hat mir in der letzten Runde sowas von gefehlt. Ich konnte gar nichts machen. Nimm ganz viel Stein, so viel Stein, wie du kriegen kannst. Ja, wir sollten auch hier ein bisschen in diesem Bereich bleiben, finde ich. Ich denke auch, aber trotzdem denke ich, das ist ganz schön wichtig, auch wieder die Dinos zu Feuerstein! finden. Ja, Weil und dann das ist. bleiben aber auch diesmal bei denen und renne ich weiter. Aber So wie vor allem. vorhin. Erkunden und so, ne? Ist auch durchaus wichtig. Und vor allem bleib in meiner Nähe. Du siehst an der Karte ja so einen Kreis, solange du Ja, den. ich weiß. Solange Ja. ich den sehe, bist du in der Nähe. Genau. Vorhin warst du Und nämlich nicht mehr in der Nähe, weil du so heute. weit weggerannt bist. Und noch mehr. Aries. Also ich nehme jetzt auch die ganzen Feuersteine mit, die ich hier gleich finde. Ja, besser zu viel als zu wenig. Vor allem wäre es vielleicht durchaus sinnvoll, einen guten Platz für ein Lager recht bald zu finden. Ist das eigentlich immer. Guck mal hier. Ist das nicht diese Landfläche, wo wir vorhin waren? Das sieht so aus. Ah, die denken sich auch bestimmt, was sind das für Moves? Krass! Cool, dann kann ich ja heute Abend in Ruhe was rauchen. Ja Oh. nicht. Ja, guck mal, Gras. Überall Gras. Kann man rauchen.
Ja, sich freut deswegen. Was, weil ich Gras rauchen will? Oder weil ich Gras habe zum Rauchen? Jetzt mit 10 Stück? Kiddies macht das nicht zu Hause nach. Doch, das müsst ihr zu Hause nachmachen. Unbedingt. Drogen sind nicht gut. Ja, aber dafür könnt ihr ja Bier trinken und Zigaretten rauchen. Die sind gut. Ja. Genau. Weil das legal ist, die. Legal. Trotzdem sind sie gefährlicher als alles andere. Und ein bisschen krass von der Wiese zu rupfen und das zu rauchen ist wesentlich ungesünder. So. Ich habe hier 9 Karotten gefunden. Ist das gefährlich, wenn ich die pflanze? Nimm, was du kriegen kannst. Nimm, was du kriegen kannst. Wow. Da ist ein Ockerkopf. Boah, das wird ja schon gleich wieder dunkel. Wir sollten vielleicht doch mal in die Nähe kommen zueinander und ja, ich Feuer bin hier noch die, bin hier noch am Karotten pflücken. Sollen wir ein Feuerchen machen, wenn wir kein Holz gepackt haben? Ich glaube, wir sterben, Steve. Nein! Warum denkst du aber auch nie mit? Wo bist ich gehe. Ah, verflucht. Bist du tot? Nein, ich sehe noch nichts. Ich hab eine Fackel, ich steck jetzt ein paar. Ah. Da bist du. Habe uns gerettet. Puh. Ja, ich habe Tatsache keine Axt. Ich glaube, das wäre doch sinnvoll, jetzt für den nächsten Tag einfach mal ein bisschen Holz zu hacken. Mürmkopf. Ach ja, stimmt, er kann ja nichts sagen. Ich vergaß. Ja, hast du mal wieder einen spannenden Charakter ausgesucht. Oh, lass mal Holz hacken. Hack, 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 hack. Und schon einen wunderschönen Plan erstellt, was wir heute machen. Ich sammle gerade Dung und hoffe, dass ich nicht sterbe. Sehr schön. Klingt doch nach einem Plan, wa? Ja, ich hab dich trotzdem verloren. Eigentlich bin ich gar nicht so weit entfernt. Hier gehe ich nicht hin, es sind Viecher. Oh mein Gott, hier sind Viecher. Nein, da gehe ich nicht hin. Nein. Nein. Wo bist denn du schon wieder lang gerannt? Dinge. Ach, der Kerl, ey. Dinge. Ja, warum rennst denn du so mal weit weg? Ja, ich habe die ganze Zeit gesammelt. Ich finde dich nicht mehr. Schau mal wieder gut, los. Wenn der wieder Kilometer weit entfernt, das ist ja kein Wunder, dass wir es versagen. Lass bei den Schweinen treffen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin noch in der Nähe bei den Schweinen. Lass uns da mal treffen. Oh ja, ich bin auch hier bei den Schweinen. Gut, ich komme gleich hin. So, dann komme ich mal zurück. Ja, mach was. Ich hab Angst, das pipi mir ein. Du bist eine alte Hexe. Wie kann man denn sich da einpipien? So, ich bin jetzt bei den Schweinen. Wo bist du? Auch bei den Schweinen. Warum sehe ich dich nicht? Da! Ah. Gut. Okay.
Oh, oh, da sind Frecher. Geh weg von den Frechen. Sind die gefährlich? Ich glaube, die können einen angreifen. Gibt's Froschenkel? Ja. Ich hab Froschenkel. Hilfe. Au. Kuhscheiße. Wieso klingt denn deine, als würde die was singen? Warum? Ich denke doch, dass hier in der Nähe ein Lager aufzuschlagen nicht schlecht ist. Ja, das nennt man Teamarbeit. Schlag das Holz, Bitch, yeah. Es wird dunkel, wir brauchen Lagerfeuer. Es dämmert. Wir brauchen aber trotzdem langsam ein Lagerfeuer. Lass mir noch ein bisschen Holz zerstören, weil ich achte nicht auf die Umwelt. Jetzt schon Lagerfeuer, wenn wir noch beinahe einen halben Tag Zeit hätten. Ach so, das Rot heißt, dass es dämmert. Okay. Okay. Ja, dass das dunkle Blau bedeutet, dass Nacht ist. Imper. Oh, meine Axt ist kaputt. Ich brauche einen. Stimmbar. Oh, ich kann eine Schaufel machen. Sehr schön. Was kann man mit der Schaufel machen? Nach Schätzen graben oder was? Nein, dann kannst du die ganzen Pflanzen ausgraben und. Aha. Zeug. Richtig. Da können wir nämlich die ganzen Ressourcen, die es hier rumgibt, in unser Lager pflanzen, wie Gras und Zweige und so ein Zeug. Achso, ich hab nicht genug Platz mehr. Ah. Oh. Ich sag's doch, wir sterben. Jämmerlich. So, ich wollte mir jetzt gerade eine Spitzhacke machen. Oh, mal sehen, was ich alles herstellen könnte. Oh, ich kann eine Wissenschaftsmaschine. Dann wollen wir hier unser Lager aufschlagen. Ja, würde ich sagen. Gut, dann baue ich hier eine Wissenschaftsmaschine hin, weil ich es kann. Und was kann die? Wenn du in der Nähe von der stehst, hast du mehrere Rezepte dann zum Herstellen und Craften. Ah, tatsächlich. Oh, wir können auch noch Farben machen. Seil, Bretter, geschliffene Steine. Weißt du was? Dann errichte ich mal eine Truhe. Ich werde Tatsache irgendwie mal hier ein Papyrus falten lassen. Mein Papyrus. Es wäre jetzt schön zu wissen, wie der Kühlschrank. Oh, warte, ich muss mal kurz. Oh, nein, scheiße, scheiße, wir sterben. Holz mehr. Ah, verdammt, jetzt habe ich hier das Holz gegeben. Hau rein. Oh, Überlebt. Zum Glück hatte ich Holz noch. Und für meinen Kühlschrank herstellen. Kühlschrank. Ohne Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche Zweige dafür. Hm.
Oh, wir haben es überlebt. Yay, wir haben Tag 3. Ich gehe jetzt nach Steinen suchen. Ich habe eine Spitzhacke. Ah, okay. Ich habe Zahnräder her. Ich bin so überfordert. Ich brauche Zweige. Aber was ich schon mal mache, wäre direkt ganzen Auszug raus und die in der Nähe von uns ins Loopbar. Jo. Ich suche jetzt nach Steinbrocken und hau die. Ja, dann hau das Stein. Bestraf es, darauf steht's. Voll derbe. Schlage. Nee, nee. Bearbeite nee. Es. Meißel. Ach nee, deine Zweideutigkeiten, du. Pervers. Ja. Na, Gras ausgraben. Da, 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 da. Wie der sich freut. Weiß, ich habe eine sinnvolle Beschäftigung für mein Leben gefunden. Hast du eigentlich schon Pü-Pü? Kaka? Bei Peter? Ja, ich habe ein bisschen Dung. Ein, um genau zu sein. Wo hast du? Ah, Monster, Monster, Monster! Lass mich in Ruhe. Okay, hier sind Bienen. Nein, keine Bienen. Lasst mich in Ruhe. Aber ich habe schon mal Stein abgebaut. Salpeter konnte ich jetzt leider nicht mitnehmen. Wäre trotzdem schön zu wissen, wo wir den ganzen Dung herkriegen. Weil der wäre praktisch für die ganzen Pflanzen zum... Ja. Bedüngen. Ah, hier ist ein Goldblumen und den kann ich auch wieder nicht mitnehmen. Das ist doch scheiße. Nein, aber das Gold brauchen wir doch. Brauchen wir Kieferzapfen? Nee, ne? Ja, Dinge eben. Ich nehme jetzt mal Goldblumen mit. Ja, wir haben... Ich habe Eis gefunden. Was? Eis. Eis? Eis, genau. Wie hast du das geschafft? Hier war ein Gletscher, den habe ich abgebaut und da war Eis. Oh mein Gott. Oh, Zweige. So gibt es hier keine Zweige. Da ist Salpeter. Ich muss einen Salpeter mitnehmen. Da ist ein Ei. Ach, das ist von diesem Vieh, der mich vorhin gejagt hat. Nein. 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 Da gibt's keine zwei. Da gibt's hier keine zwei. Nutzen. Hier gibt's Frösche, ganz viele. Ich hab gerade keine Ahnung, wo ich bin. Das ist wunderschön, dass du dich verirrt hast. Ich sehe es jetzt schon, dass es nicht lange gehen wird. Ja, immerhin haben wir schon mal 20 Minuten. Das ist beinahe länger als das letzte Mal. Sehe ich schon, wir sind voll die Überspieler hier so. Und voll, ja, hier so. Ja. Steine, 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 Salpeter. Ach, hier ist das, dieser Portstein, dieser Wiederbelebungsportal. Das ist wunderschön, wo bin ich? Ah, okay. Ich muss mich beeilen, um ins Lager zu kommen. Nein. Dann schätze ich mal, dann bist du irgendwo in dieser Richtung, da wo dieser ganze Kram auf der Karte ist. Ich bin jetzt im Lager.
Und wir brauchen Pü-Pü. Kacke. Also laut Karte bist du hier unten. Ah, ich hab dich gefunden. Ja, tu mal das Gras hier bedüngen. Warte, ich schau dir das einfach mal hin, weil ich keine Ahnung, wie man das macht. So. Ja, ich hab mal gekackt. Gut, Mann. So. Genau, so kriege ich das besser hin. Die Samen brauchst du wahrscheinlich, ne, zum Pflanzen. Die Samen braucht man dann für eine Farm. Ach so. Verdorbene Juiceberries. Weiß ich, muss mal kochen, meine ganzen Lebensmittel werden schlecht. Machst du mal ein Feuer? Ja. Nee, hab kein Holz. Okay, dann mach ich ein Feuer. Koche ich jetzt mal ein bisschen. Ich koche auch jetzt. Du kochst schon ganz so mal, viel. Kannst du mal bitte Holz ins Feuer legen? Ah. Ach, ob wir sie überhaupt bis zum Winter schaffen werden. Ich hab die Fäulnis reingeworfen. Ey. Ich glaube nicht, dass wir bis zum Winter schaffen werden. Ich glaube, das Ding fängt gleich Feuer. Oder bist du das? Yay! Yay! Ich habe Rosen bekommen. Wupp, wupp. Oh, ich darf auch was aktivieren. Ich habe auch was bekommen. Das ist so wunderschön! Yay! Ich habe Handschuhe bekommen. Yay! Wunderschön. Wir haben Tag 4 erreicht. Yay! Oh, das sind 23 Minuten vergangen. Und ich denke mal, das ist ein guter Cut für die erste Episode. Nein, wir machen jetzt noch. Wir machen eine halbe Stunden Episoden, wenn dann. Nein. Ja gut, machen wir Cut für die erste Episode. Wir haben 4 Tage geschafft und ihr werdet sehen, wie wir zum 6. Tag sterben. Also bis zum nächsten Mal. Bist du zuversichtlich bis zu 6 Tage? Ja. Also bis zum nächsten Mal. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.